Die Eröffnung der Salzkammer Gutfestwochen am Abend des Fußball-Endspiels Deutschland gegen Argentinien begann mit Kunst, als Korea Lee alias Sunok Lee ihre Interpretation eines koreanischen Volksliedes präsentierte. Kunstvoll war dann auch der herrliche Gesang und das wunderbare Spiel von Stephanie Nils. Ja, dass Kunst wichtig ist, darüber sind sich nun wirklich alle einig. Es ist wichtig, dass Kunst und Kultur auch außerhalb der Zentren stattfinden kann. Und hier in Gmunden, wir machen ja die Festspiele, gibt es ja schon seit 28 Jahren, so ein kleines Pflänzchen war es und das ist langsam gewachsen. Jetzt sind es 6 Wochen und nicht nur für die hier in der Region, es sind auch viele Besucher, die da kommen, aber es kommen auch von auswärts viele, eben auch vom süddeutschen Raum, aus Salzburg, Wien und so weiter. Also ja, ich nehme an, dass die Leute, die kommen, das sehr schätzen. Kultur ist ein zentraler Bestandteil unserer Gesellschaft und Kultur und Wirtschaft gehören untrennbar miteinander zusammen und das ist der Grund dafür, dass ich seit 10 Jahren hier auch dabei bin. Ich bin jedes Jahr gerne zur Eröffnung insbesondere da, weil es einfach ein Höhepunkt ist und das Kulturangebot der Festwochen hier ist ja ein fantastisches, deckt sehr viele Ansprüche ab, ist zum Teil sehr bunt und reicht von absoluter Hochkultur bis zu ganz gewöhnlichen Dingen für ganz gewöhnliche Menschen wie mich. Die Festwochen sind für die gesamte Region und auch für Oberösterreich ein ganz wichtiger kultureller Schwerpunkt. Und da geht man gern hin, da trifft man Menschen und zeigt auch, wie wichtig einem diese Veranstaltungen sind. Es ist wirklich beeindruckend, das hohe Niveau und vor allem, welche tolle Künstlerinnen und Künstler alle Jahre an den Traunsee kommen. Doch welchen Stellenwert die Kunst in der heutigen Zeit hat, daran erinnerte uns an diesem Abend abermals der Fußball. Wurde doch erst kürzlich für einen Fußballspieler beinahe ebenso viel Geld bezahlt wie für eine enorme private Kunstsammlung. Die 2 Beine eines einzigen Fußballers sind heute genauso viel wert wie eine Kunstsammlung mit 7000 Werken, darunter Arbeiten von Maria Lasnik, Rally Export, Arnulf Reiner, Max Weiler, Markus Brahenski und vielen anderen. Jetzt stellt sich also wirklich die Frage, warum denn die Kunst überhaupt so wichtig ist und ob sie über das reine Gefallen hinaus überhaupt einen Stellenwert besitzt. Jeder Mensch findet etwas schön, attraktiv und möchte es deshalb haben. Das können ganz banale Dinge sein, das können auch etwas kompliziertere Dinge sein. Und dann, glaube ich, macht jeder Mensch irgendwann einmal die Erfahrung, dass es Dinge gibt, ob das jetzt ein Roman ist, ob das ein Film ist, ob das ein Musikstück ist, das ihn zutiefst berührt, das ihn aufregt, das ihn fasziniert, worin er etwas sieht, was es im Alltag in dieser Art und Weise nicht gibt. Und ich denke, das ist eine ganz wesentliche Möglichkeit und Aufgaben und Funktionen von Kunst, etwas in uns auszulösen, was uns ein bisschen in Distanz zum Alltag setzt. Und Feste und Festspiele, Festwochen standen ja immer auch am Anfang der Kunst. Also es gilt, den Alltag zu unterbrechen und ein Fest zu feiern. Ja, Kunst ist eben notwendig im wahrsten Sinne, denn sie wendet die Not. Und spätestens als das Schwesternpaar sozusagen als Auftakt zu allen weiteren Auftritten von Geschwisterpaaren und Seelenverwandten, wie es ja das Motto der diesjährigen Festwochen verlangt, Sunok Lee und Yuson Lee die Bühne betraten und Beethoven spielten, wurde wieder ganz klar, warum die Festwochen so viele Unterstützer haben. Ja, ein wunderbarer Auftakt und das Programm in diesem Jahr bietet absolut für jeden Kunstgeschmack die perfekte Veranstaltung. Das Schmökern im Veranstaltungskalender oder auf der Homepage unter www.festwochen-gmunden.at zahlt sich also definitiv aus.